Nochmal schönen guten Morgen alle. Herzlich willkommen zur dritten Vorlesung Grundlagen der Informatik und Computernetze. Ich freue mich, dass Sie wieder zahlreich erschienen sind. Heute geht es, ich habe es ja schon angeworfen, um Aspekte, die etwas theoretischer sind. Man nennt dieses Teilgebiet auch die theoretische Informatik, aus dem wir uns jetzt bedienen, so heute und auch die nächste Woche. Und zwar wollen wir in der Lage sein, gewisse Computer, Maschinen, Automaten, also da sprechen wir von Objekten, die einfacher strukturiert sind, die weniger können als ein richtiger Computer, dass wir diese auch modellieren können. Und der Grund, warum man das tut, ist, dass man eine Möglichkeit hat, etwas zu spezifizieren, das Verhalten. Oder es kann auch so etwas sein wie eine Syntaxprüfung, dass wir sagen, wir hätten gern ein Gerät, ein Modell, was auch immer, das lernen wir gleich genauer kennen, was zum Beispiel feststellt, ob ein Term syntaktisch korrekt ist oder der Quellcode eines Java-Programms oder eine E-Mail-Adresse oder vielleicht auch nur eine fünfstellige Nummer, also es kann auch was sehr Einfaches sein. Für alle solche Anforderungen kann man sich formaler Sprachen bedienen und dann eben solchen Gegenständen wie den endlichen Automaten, die wir heute kennenlernen und nächste Woche dann absehbar die komplexeren, wie zum Beispiel Turing-Maschinen, die wir auch mal kurz angesprochen hatten. Damit wir das tun können, damit das auch alles sehr exakt ist, brauchen wir so ein bisschen Mathematik. Deswegen merken Sie, die nächsten Folien lesen sich eher wie so ein Mathematik-Skript. Ich werde es dann so machen, dass die Definitionen, die Hauptaussagen sind immer auf der Folie. Und an der Tafel werde ich dann vielleicht ein Beispiel geben oder eine Anwendungsmöglichkeit Ihnen mal zeigen. Vielleicht auch so ein bisschen mit Übung verbunden, dass ich mal was frage. Zunächst mal so ein paar Basics. Das sind Dinge, die Sie im Prinzip schon wissen, aber vielleicht kann man sie noch mal kurz festzurren, dass wir alle dieselben Begriffe verwenden, auch wenn Sie das schon lange aus der Schule kennen, in verschiedener Tiefe. Wir brauchen den Begriff der Menge. Und das ist so etwas sehr Zentrales in der Mathematik, ist aber auch sehr praktisch jetzt für die Informatik. Dieses Teilgebiet theoretische Informatik ist letztlich auch so ein Teilgebiet der Mathematik. Ja, und eine Menge ist einfach etwas, da können wir was hineintun, das ist ungeordnet, das kann auch unendlich groß sein, das kann endlich oder auch leer sein. Und dort können wir verschiedene Objekte, die wir hier Elemente nennen, hineintun. Also wir machen jetzt keine ganz formale Definition von Mengen, das wäre dann Teil der Mathematik. Das würde jetzt so weit führen, aber für unsere Zwecke reicht das schon. Es ist vor allem ungeordnet. Und eine wichtige Eigenschaft einer Menge, das gilt nicht für andere Datenstrukturen, wie wir es dann auch später nennen. Jedes Objekt, jedes Element gibt es nur einmal und höchstens einmal. Also es kann mal drin sein, mal draußen sein, aber nicht zweimal drin sein. Deswegen auch diese erste Aussage, also so eine Menge, die A, B, B enthält, wenn ich die so aufschreibe, ist es dieselbe Menge, wie die nur A, B enthält oder B, A enthält. Und das ist wirklich gleich. Also das Gleichheitszeichen hat hier schon eine sehr konkrete Bedeutung. Und Mengen können wir einfach so aufzählen. Dann machen wir diese geschweiften Klammern und zwischen die Elemente so ein Komma. Oder manchmal auch ein Semikolon, zum Beispiel, wenn man Kommazahlen braucht oder wenn das sonst irgendwie unklar ist. Das geht also beides. Ja, das nennt man eben eine Aufzählung einer Menge. Für uns oft wichtig ist dann so eine Menge, zum Beispiel die binären Ziffern. Dann können wir das so schreiben, M Doppelpunkt gleich, das heißt immer, ich definiere etwas. Also wenn ich jetzt einfach so losschreibe, weiß ja keiner, was M ist oder so, kann ich noch keine Aussage zu treffen. Und dann kann ich mal definieren, M sei. Ich habe so ein Problem, ich kann ganz gut an der Tafel malen, nur Mengenklammern sind wir irgendwie nie gegeben. Also wenn da was ganz Komisches an der Tafel ist, erste Vermutung immer, es ist eine Mengenklammer von Grevela, dann gibt es manchmal Sinn. Ich gebe mir Mühe, aber irgendwie, ich weiß nicht, habe ich in der Schule nicht gut genau aufgepasst. Das wäre zum Beispiel eine Menge und dann muss ich versuche es jetzt einmal schön, naja, geht nicht so ganz gut, eine zweielementige Menge und die enthält jetzt hier die binären Ziffern. Das ist so ein Beispiel. Weitere Beispiele sehen Sie oben. Sehr bekannte Menge sind die natürlichen Zahlen und die beginnen bei 0. So ist sozusagen auch die moderne Norm. Es bringt auch nichts, sich da lange auf einer Party zu streiten, ob 0 eine natürliche Zahl ist oder nicht. Wir legen es einfach fest, in der Informatik ist die 0 grundsätzlich eine natürliche Zahl.
In der mathematischen Literatur kann man ungefähr sagen, wenn die älter ist, beginnt es bei 1, wenn die neuer ist, bei 0. Aber das gilt nicht für alle Bücher. Ne? Aber da Sie ja jetzt eher jünger sind, da Sie in die Zukunft schauen, ne? 0 ist eine natürliche Zahl. Auf jeden Fall bis zur GDI-Prüfung müssen Sie es mir glauben. Also das ist die Menge der natürlichen Zahlen, die ist unendlich groß. Da kennen Sie auch dieses Symbol aus der Schule, ne? Dieses N, was noch so einen extra Strich hat. Ne? Und damit wird speziell diese Menge, aber auch N bezeichnet, der natürlichen Zahlen bezeichnet und auch symbolisiert. Ja, das ist wie gesagt so eine Möglichkeit, eine Menge aufzuzählen. Gerade bei größeren Mengen, also größere endlich oder unendlichen Mengen, ist es manchmal gar nicht so einfach, sie aufzuzählen. Aber ich kann sie auch über eine Eigenschaft festlegen. Und da sehen Sie auch da so ein Beispiel, diese Menge G wird definiert, alle N aus N, Doppelpunkt. Ne? N ist eine gerade Zahl. Wir lesen diesen Doppelpunkt als wie so einen kurzen Satz oder eine kurze Wortgruppe, für die gilt. Ne? Also alle N, für die gilt, N ist eine gerade Zahl. Oder man kann auch sagen, alle natürlichen Zahlen, für die gilt. Alle natürliche N, für die gilt. Ne? Also gibt es ein paar Variationen, man drückt sich ja irgendwie mathematisch aus, wenn man jetzt spricht darüber. Symbolisch reicht dann eben N, Element N, für die gilt. Das Element von Zeichen, glaube ich, kennen Sie, wenn nicht, habe ich es gerade erklärt, das ist also ein Element dieser Menge. Das kennen Sie sicherlich aus der Schule. In der älteren Literatur macht man manchmal einen senkrechten Strich statt diesen Doppelpunkt. Das ist gleichbedeutend, Sie müssen beides lesen können. Sie wollen sich das Moderne, denke ich, einprägen, also machen Sie den Doppelpunkt. Genau, wie gesagt, das ist eine Aufzählung. Das andere nennt man eine intentionale Darstellung. Ne? Intentional, das gibt dann eben eine Eigenschaft an. Da muss ich aber sagen, erstmal, woher diese N kommen. Also, wenn das jetzt hier kleine N sind, was sozusagen die Menge ist, aus der ich mich bediene. Ne? Und dann gebe ich eine Eigenschaft an, gerade Zahl als Beispiel. Kann auch ungerade sein, kann kleiner als 10 sein, was ich brauche. Gut. Nur ist das eben, wie gesagt, keine Mathematikvorlesung. Wir wollen ja eine informatische Anwendung haben. Wir wollen das verwenden, um uns exakt ausdrücken zu können. Deswegen für uns in Informatik ist wichtig, dass wir später Dinge kodieren können, dass wir sie hintereinander schreiben, aufschreiben können. Also bestimmte Mengen nennen wir dann ein Alphabet. Und zwar dann, wenn sie so Zeichenvorräte enthalten für uns. Aber erstmal mathematisch heißt das, die Menge darf nicht leer sein. Ein leeres Alphabet macht wirklich keinen Sinn. In anderen Zusammenhängen kann das sinnvoll sein, leere Liste zum Beispiel, um einen Algorithmus irgendwie zu starten. Aber ein Alphabet kann nicht leer sein, sinnvollerweise. Aber es ist endlich. Und das Alphabet jetzt bitte nicht zu wörtlich nehmen. Wir benutzen den Begriff ja auch sonst außerhalb der Informatik, wie lateinische Buchstaben, zum Beispiel ein Alphabet. Aber 0 und 1 ist bei uns jetzt auch ein Alphabet. Oder die ASCII-Zeichen oder Unicode oder irgendwas, was wir in der Anwendung mal brauchen. Das kann auch Morsezeichen oder so sein, aber das sind dann fast eher akademische Beispiele. Ein beliebiger Zeichenvorrat. Oft wird es bei uns tatsächlich 0 und 1 sein, weil wir dann Input und Output damit zum Beispiel symbolisieren, kodieren möchten. Und genau, da sehen Sie solche Alphabete wie zum Beispiel A bis Z oder auch die Ziffern von 0 bis 9. Also auch Ziffern fassen wir zusammen zu einem Alphabet. Und wenn wir so ein Alphabet haben, wir machen das ja nicht ohne Grund, sondern wir wollen aus diesen Zeichen dann etwas zusammensetzen. Und das nennen wir Wörter. Und jetzt haben wir es hier mit sogenannten formalen Sprachen zu tun. Also nicht verwechseln mit natürlichen Sprachen, so wie Englisch, Deutsch, Arabisch oder so, sondern eine formale Sprache. Das kann auch so später sowas sein wie die Sprache der dezimal geschriebenen natürlichen Zahlen oder so. Wir nennen also das Alphabet, die Elemente sind Zeichen und die zusammengesetzten Zeichen, das sind für uns Wörter oder Singular, ein Wort. Egal, ob man das aussprechen kann oder nicht. Ne? Genau. Und weil wir es auch manchmal brauchen, ein Wort, was keine Buchstaben enthält, ich denke, fast alle von Ihnen kennen zum Beispiel sowas wie einen leeren String. Das hat man manchmal auch als Ein- oder als Ausgabe für Algorithmen. Das wäre jetzt hier so der technische Vergleich. Also wir brauchen noch sowas wie ein leeres Wort. Da hat sich eingebürgert dieser kleine Buchstabe Epsilon. In der theoretischen Informatik, weil die eben auch ein Teilgebiet der Mathematik ist, gibt es den ein oder anderen griechischen Buchstaben,
einfach lernen. So viele sind es nicht, ne? Aber wenn ich jetzt sowas sage wie Epsilon und ich habe den Eindruck, das habe ich noch nicht gehört, was ich fast nicht glauben kann, weil das ist ja auch eine Schulmathematik, ne? Mit Epsilon größer 0 oder so, haben Sie den Buchstaben wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Aber ansonsten einfach schnell, ne, googeln und dann sehen Sie, wie ist denn klein, wie ist denn groß. Wir benutzen nur das kleine Epsilon. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch kein großes Epsilon gesehen, weder in der Mathematik noch in der Informatik. Ne? Also wird nicht wirklich benutzt. Und diese Schreibweisen kann man eben sich dann sehr schnell einprägen. Oft gibt es auch so eine Schreibschriftvariante, da kann man auch noch mal gucken, wenn Sie irgendwas sehen, was komisch aussieht, dann ist es vielleicht so eine Schreibschriftvariante. Das nur als Hinweis, weil, ne, Sie sind Erstsemester, es kann sein, dass einige von Ihnen jetzt ein paar griechische Buchstaben lernen müssen. Alphabete zum Beispiel werden oft als großes Sigma bezeichnet. Ne, also das ist dieses Symbol, das kennen Sie vielleicht vom Summenzeichen, da macht man auch, also da verwendet man das auch. Und das ist sozusagen das griechische S, ne? Heißt dort Sigma, das gibt es in Groß und Klein und dort wird der Großbuchstabe Sigma verwendet. Ne? Da fassen wir also unsere Zeichen zusammen. Und da sehen Sie auch so eine Schreibweise, Sigma Stern wird das gesprochen. Eventuell kann man auch sagen, Hochstern ist aber eher ungewöhnlich, macht man vielleicht zur Abgrenzung. Wenn man jetzt gerade verschiedene Symbole hat und hat den Eindruck, jemand kommt durcheinander, sagt man vielleicht auch Sigma Hochstern, ansonsten nur Sigma Stern. Und das ist also die Menge aller Wörter. Bei diesem Beispiel kann ich zum Beispiel sagen, dieser Bitstring 0010, ja, der ist Element von M Stern. Und das folgt direkt aus der Definition von M. Ja. Auch hier eine Wiederholung, das ist eine Implikation, ne? Also das zweite folgt aus dem ersten, wenn ich das so anschreibe. Normalerweise in eine Zeile, aber jetzt ist hier gerade praktischer, es untereinander zu schreiben, das darf man auch. Und hier sehen Sie, die Bitstrings nicht verwechseln mit Zahlen. Also wir unterscheiden hier durchaus 0010 von 10. Mathematisch als binäre Zahl, das ist natürlich gleich. Aber wir gucken momentan nicht auf Zahlen. Wir gucken auf Alphabete und Wörter. Und irgendeine Semantik, also eine Bedeutung, das nennt man auch Semantik, irgendeine Semantik, wie das könnte eine Zahl sein oder vielleicht ist es auch der Beginn eines JPEGs oder so, also eine Computergrafik oder so. Das kommt an anderer Stelle. Erstmal nur, wie es aussieht. 0010 ist Element von 01 Stern, also was ich hier M genannt habe. Genau, also jetzt haben wir Wörter und wir können Wörter zusammenfassen und dann nennen wir das eine Sprache. Also manchmal zur Abgrenzung eine formale Sprache, damit jedem klar ist, ne? Ist wie gesagt nicht Latein oder Russisch oder so, nicht Deutsch oder Englisch, sondern eine formale Sprache. Hier zum Beispiel wäre M-Stern die Sprache bestehend aus allen Bitstrings. Wir sagen auch die Sprache über 01, also über, und dann wird das Alphabet genannt. Ne? Oder eine Sprache über ASCII, eine Sprache über Unicode oder so. Letzteres sind natürlich praktische technische Beispiele. Okay, mit dem leeren Wort können wir auch dann operieren, wir können rechnen. Rechnen jetzt hier in Anführungszeichen, aber Sie sehen es ja schon auf der Folie, es wird tatsächlich für Wörter eine Multiplikation definiert. Also es wird geschrieben wie eine Multiplikation, ne? Man kann auch so einen Malpunkt machen, aber Sie wissen, den Malpunkt kann man grundsätzlich weglassen, praktisch immer in der Mathematik, lässt man ihn weg, wenn man kann. Ne? Und so kann man auch ein Wort mit einem anderen multiplizieren. Das ist vor allem eine Schreibweise und eine Sprechweise. Dahinter steckt jetzt aber keine wahnsinnig komplexe mathematische Operation. Könnte man sich jetzt irgendwas ausdenken. Machen wir nicht. Wir wollen nur Wörter hintereinander schreiben, quasi verbinden. Das nennt man auch Konkatenation. Das kommt erstaunlich häufig vor in der Informatik, deswegen dafür auch ein Fremdwort. Oder Concatenation haben Sie vielleicht auch schon mal im Englischen. Manchmal gibt es auch so Funktionen, die heißt dann so fconcat oder so in irgendeiner Programmiersprache, da kommt das her. Konkatenation heißt nur, ich nehme ein Wort und noch ein Wort und klebe die zusammen. Das ist jetzt informell beschrieben. Ne? Aber so kann ich sagen, dass, ne, ich kann zum Beispiel, dieses Wort besteht aus 4 Zeichen, kann ich als Multiplikation von 0, 0 und 1, 0 sehen. Aber wohlgemerkt, Multiplikation von Bitstrings, nicht von Zahlen, weil bei Zahlen kommen immer 0 raus. Ja? Das kann ich machen, das wird so definiert und dann weiß ich auch oder legt direkt fest, naja, wenn ich Epsilon, ein leeres Wort, wenn ich das mit einem Wort multipliziere, von links oder von rechts, das macht keinen Unterschied, das Wort bleibt, wie es ist. Ne? Sozusagen ein neutrales Element, sozusagen die 1 dieser Multiplikation ist das Epsilon. Also Epsilon mal W ist gleich W mal Epsilon ist gleich W für alle Wörter. Ja, wenn ich schon multiplizieren kann, kann ich auch sowas schreiben wie hoch 2, hoch 3, warum nicht? Ne? Ich kann ja einfach immer wieder dasselbe Wort dran schreiben rechts. Ne? Zum Beispiel kann ich jetzt hier tatsächlich auch sowas machen wie
101 zum Quadrat. Ne? Aber ich sage es nochmal dazu, Kontext ist hier extrem wichtig. Wir sprechen nicht von Zahlen, weder von binären noch von dezimalen Zahlen. Ich habe es aber absichtlich jetzt auch so gelassen, dass Sie merken, in dem Kontext sind wir jetzt in der Sprache und da gibt es einen String 101. Ne? Aber wie gesagt, das kann was ganz anderes sein. Eine Grafik, Musik, MP3 oder so. Ein bisschen kurz dafür. Ne? Und das wäre jetzt dasselbe wie 101 mal 101. Ne? Und das ist unsere Konkatenation, also das Hintereinanderschreiben ist da nicht so schwierig. Ne? Also das kann wirklich jeder. Aber wie gesagt, die Gleichung macht überhaupt keinen Sinn im mathematischen Sinne, wenn ich das als Ziffern interpretiere. Ne? Deswegen schreibe ich es einmal ganz deutlich. Ne? Gilt jetzt hier für die Sprache. Ne? 01 Stern. Und das ist, wie gesagt, die Sprache der Bitstrings, die Menge aller Bitstrings. Da kann ich diese Operation festlegen. Ne? Ansonsten grober Unsinn. Ja? Das kann man so ein bisschen streiten, ja, warum macht man das? Das verwirrt nur, ja, das stimmt. Manchmal ist, wenn man beim Kontext dann nicht genau hinguckt, gibt es Missverständnisse. Andererseits wäre es aber auch ein bisschen hässlich, wenn wir dauernd neue Symbole einführen würden. Also ich bin da so ein bisschen dankbar den Giganten, auf deren Arbeiten wir quasi aufbauen, dass sie da nicht so ganz komplexe Schreibweisen entwickelt haben. Ne, sonst hätten wir irgendwann 10 verschiedene Malpunkte oder so, je nach Kontext. Das wäre auch nicht schön. Ne? Deswegen, wir schreiben das multiplikativ, wie wir sagen, und wir, in irgendeinem Kontext ist halt klar, was wir damit meinen. Oft sind sowieso auch Zeichen wie A, B in unserem Beispiel oder richtige Zeichenvorräte, wie jetzt ASCII oder so in realweltlichen Beispielen. Da gibt es dann diese Verwirrung auch nicht mehr so schnell. Ja, und dann legen wir noch fest, hoch 0 ist Epsilon. Das wird definiert, deswegen ist der Doppelpunkt gleich, weil es sinnvoll ist. Also hoch 0 ist immer das, was zum neutralen Element führt. Dann kann ich auch so ein bisschen mit diesen Potenzen rechnen. Das ist also einfach eine sinnvolle Festlegung. Deswegen machen wir das. Ich sage immer wir, das ist dieses mathematische Wir, also man könnte sagen, Sie und ich machen das oder wir als Community oder wenn Sie ein Buch lesen, ist das immer Sie und der Autor oder ich und der Leser, je nach Perspektive. Deswegen legen wir das so fest. Das ist also ein Wir, was eine andere Bedeutung hat als in sonstigen Sprachen. Wenn Sie sich wundern, wo steht der andere Prof, der sagt immer wir, das ist ein feststehender Begriff. Kennen Sie aber von Mathebüchern. Ne? Nun erhalten wir einen Bruch, dann sehen wir die Ableitung zum Schluss, ne? Erhalten wir die Null oder so. Das ist damit gemeint. Okay, was brauche ich noch, damit ich mich gut ausdrücken kann, damit ich irgendwas mal festlegen kann, vergleichen kann, Aussagen treffen kann? Ich muss oft Elemente zählen, Wörter zählen. Das nennt man die Mächtigkeit einer Menge. Also wir machen das in der Regel für Sprachen, aber definiert wird das allgemein für Mengen, für beliebige Mengen. Und diese Mächtigkeit schreibt man mit Betragstrichen. Das sind diese senkrechten Striche. Wir sprechen aber in der Regel nicht Betrag M, also kann man mal machen nach Kontext, aber um Verwirrungen zu vermeiden, gesprochen wird es als die Mächtigkeit von M. Und das ist einfach die Anzahl der Elemente. Also hier gilt zum Beispiel für das Alphabet M, wenn ich das so auffasse oder als irgendeine Menge auffasse, ist die Mächtigkeit 2. Es enthält die 0, es enthält die 1. Eine Menge kann leer sein, dann ist die Mächtigkeit 0. Für die leere Menge gibt es auch dieses Symbol, ne? Diese durchgestrichene Null war auf der Folie vorher, habe ich nicht erwähnt, aber ja, viele nicken, das kennen Sie wirklich noch aus der Schule. Ja. Okay, das Gleiche mache ich für Wörter, ne? Also zum Beispiel dieses Wort 101 Quadrat, ich muss gar nicht unbedingt diese Klammern schreiben, um es direkt zu sagen. Auch das hier hat eine Länge und die ist in dem Fall 6. Ne? Aber ja, wir sind hier in der Sprache, ne, wer jetzt später reingekommen ist oder so, das ist im Moment keine Mathematik im numerischen Sinne, ne, also keine Algebra oder so, also jedenfalls keine auf Zahlen bezogene Algebra, sondern wir sprechen jetzt hier wirklich von Elementen und Wörtern. Naja, wenn ich sowas festgelegt habe, dann habe ich so einfache mathematische Aussagen, die ich folgern kann. Sowas nennt man auch ein Lemma an der Mathematik. Also was sehr Wichtiges, Bombastisches, ist dann oft so ein Satz, den man oft anwendet, so wie Pythagoras oder so. Und kleinere Erkenntnisse, die vielleicht hinführen zu größeren, nennen MathematikerInnen oft Lemma oder Plural Lemmata.
Und das ist hier so ein Lemma. Sie erhalten auch ein Skript oder haben schon erhalten, das ist auf Moodle abrufbar, falls Moodle mal funktioniert. Also da habe ich das Schicksal echt herausgefordert. Ich hatte in der ersten Vorlesung unser Moodle gelobt und über das Kultusministerium NRW so ein bisschen gerantet. Und direkt, ne, Tempting Fate ist das so ein Effekt, ne, direkt danach ist unser Moodle ausgefallen und bis heute, ne, also kam jetzt heute schon wieder eine Mail, es gibt wieder Probleme, also die kämpfen gerade wohl mit dem Provider. Ich weiß nicht genau, was da Sache ist, mir ist es insgesamt ein wenig peinlich, muss ich sagen, dass unsere Hochschule das so schleppend hinbekommt. Aber wie gesagt, es ist ein externer Dienstleister, gut, Verantwortung kann man nicht delegieren, ne, im Zweifel muss man irgendwann dem Dienstleister kündigen. Aber das fällt natürlich so einer Organisation schwer. Ne? Deswegen, ich sage aber mal im Namen der Hochschule, sorry, dass Moodle nicht immer geht. Da gibt es eine Meldung, ja? Die wird 20 Minuten verfügbar sein. Wir gehen mal davon aus, Moodle funktioniert. Wenn nicht, müssen wir da irgendwie spontan vorgehen. Oder ich glaube sogar etwas länger noch jetzt. Aber in die Größenordnung ist es 20, 25 Minuten. Ja. Genau. Wo Sie es gerade ansprechen, also heute um 12 Uhr ist diese EFA-Exam-Übung, ne? Und die ist sowieso zeitlich begrenzt. Also wir hatten auch schon die Frage, dann komme ich vielleicht zu spät zur Übung, wenn ich da stundenlang da, nee, können Sie nicht stundenlang, da läuft sogar ein Timer. Es ist so gedacht, dass Sie das vielleicht in 5 bis 10 Minuten schaffen. Wir geben Ihnen 15 Minuten, dass Sie, ne, nicht hektisch werden oder so und danach gehen Sie einfach ganz normal in die Übung, ne? Das ist sozusagen nur ein kleines Gimmick, um mal seinen Stoff zu üben, Feedback zu erhalten. Und als Belohnung eben so einen halben oder sogar einen ganzen Sonderpunkt, je nachdem, wie viel Sie richtig haben. Ja, wenn Sie die nicht kriegen, die Sonderpunkte, nicht aufregen, nicht traurig sein. Sie können das über Übungen alles nachholen. Ne? Also das ist wirklich nur, wie man sagen, so ein Bonbon, also ein Anreiz. Ne? Aber es ist nicht so entscheidend, dass Sie damit dann die Klausur bestehen oder so. Okay, das dazu. Die Länge des leeren Worts ist 0. Das ist so eine Aussage aus diesem Lemma, auf das ich gerade hingeführt habe. Was soll es auch sonst sein? Ne? Und wenn ich zwei Wörter zusammensetze, die jeweils eine Länge haben, dann hat das zusammengesetzte Wort, also zusammengesetzt ist jetzt Multiplikation gemeint, das Hintereinanderschreiben, also auch Konkatenation genannt, hat das Wort natürlich die Gesamtlänge, ne? Also ist die Summe der beiden Einzellängen. Das versteht man auch sofort und naja, wenn ich das in die Potenz erhebe, habe ich natürlich immer wieder dieselbe Länge. Also in meinem Beispiel mit jeder weiteren Potenz erhöht sich das hier um 3, ne? Und dann 9, 12, 15 und so weiter. Und irgendwas hoch 0 ist Epsilon, deswegen die Länge 0. Okay, ich glaube, das war noch nicht so schwierig. Sie mussten eigentlich nur so ein paar Schreibweisen lernen. Es gab noch nicht so viel zu verstehen. Das wird sich gleich noch ändern, da kommen wirklich mal komplexere Aussagen, aber erstmal, ne, also Sie merken, das ist erstmal so ein gemächliches Tempo, man hat eher das Gefühl, so wie beim Vokabelnlernen, wie heißt das nochmal? Ne? Ähnlich beim nächsten, aber da merken Sie, ist vielleicht die Symbolik schon für manche ein bisschen aufregender. Das nennen wir dann ein Sprachprodukt. Also das, was ich mit einzelnen Wörtern machen kann, dass ich die multiplizieren kann, also hintereinander schreiben kann, kann ich auch mit ganzen Sprachen. Und gemeint ist, dass ich das für alle Kombinationen eben mache und dann eine Vereinigungsmenge bilde, wo die alle drin sind. Also die alle in eine neue Menge reintue. Ich mache hier nochmal ein Beispiel. Jetzt nenne ich mal was mit Buchstaben. Ich brauche echt mal so eine Schablone für Mengenklammern oder so. Nehmen wir mal AB und AA. AA, genau. Na, fast schön. Das kann ich multiplizieren mit einer anderen Sprache. Ja, wird schon wieder besser. Wie gesagt, den Mahlpunkt kann ich weglassen, aber jetzt möchte ich es auch betonen und dann macht man ihn ganz gerne. Ich hoffe, den kann man sehen, weil hier sind natürlich andere Flecken auf so einem Whiteboard. Also hier soll ein Mahlpunkt dazwischen sein. Und jetzt nehmen wir hier nochmal C und CB. Sorry. Ja, immer wenn ich da hänge, geht's weg. So. Ja, Sie sehen die Definition oben auf der Folie. Ich muss jetzt also paarweise alle Wörter bilden, ne, wo der erste Teil aus der linken und der zweite Teil aus der rechten Menge kommt. Ne. Dieses
größer Zeichen mit der Spitze nach oben, ich nenne das jetzt mal so für die, die es gar nicht kennen, das ist mathematische und, ne? Also es muss gelten, x ist aus a, y aus b, ne? Und dann kann ich xy schreiben, also das Produkt aus x und y. Das wird hier definiert, also das ist eine intentionale Definition. Und es wird noch festgelegt, hoch 0 ist das leere Wort und so. So, was ist das jetzt? Also muss ich a, b und c multiplizieren. Das ist dann abc, ab und cb, ab, cb. Dann habe ich aa und c. Und als viertes und letztes Element aa, cb. So schreibe ich das aber nicht hin. Das war jetzt erstmal meine Überlegung. Das Ganze ist eine Menge. Das heißt, ich brauche wieder hübsche Mengenklammern, so gut man es kann. Kommata und eine geschlossene Mengenklammer. So, ich mache es nochmal. Ist doch eins leiser. Wenn es irgendwann zu leise ist dadurch, ich mache nur eine Einheit, sagen Sie es mir, dann drehe ich es nochmal zurück. Genau, also zwei-elementige Mengen habe ich multipliziert. Das nennt man Mengenprodukt oder Sprachprodukt, weil wir machen das eigentlich nur mit Sprachen. Und dieses Sprachprodukt ergibt dann eine vier-elementige Menge mit diesen vier Wörtern. Die sind jetzt alle so ein bisschen länger als am Anfang, ne, weil ich da immer eine linke und eine rechte Hälfte habe. Hier könnte aber auch ein Epsilon drin sein, dann wird sich ein Wort einfach übertragen, weil irgendwas mal Epsilon bleibt irgendwas. Ne. Das hat man schon kennengelernt. Okay, so kann ich zwei Sprachen multiplizieren. Eine Anwendung ist zum Beispiel Präfix, Postfix. Zum Beispiel kann ich dieses Kilo, Mega, Giga oder bei Zweierpotenzen, ne, Kibi, Mebi, Gibi oder so, könnte ich multiplizieren mit den anderen SI-Einheiten, so wie ne, Joule oder Gramm oder Kilogramm oder so. Ja, Kilogramm, ein schlechtes Beispiel, da steckt Kilo schon drin. Sie wissen, was ich meine, Joule oder Watt oder andere. Ne? Und dann hätte ich dann die zusammengesetzten Wörter. Das könnte ich zum Beispiel so formalisieren. Ist da jetzt vielleicht nicht ganz so praktisch, weil es insgesamt überschaubar ist, die Anwendung. Aber dass Sie nur merken, wo man das anwenden könnte. Gut, und wenn ich Mengen multiplizieren kann, kann ich sie auch potenzieren. Das sehen Sie, ich kann einfach immer von links, ich definiere es einfach hier als von links, gäbe es hier dasselbe wie von rechts, weil es ja dieselbe Menge ist, aber definiert einfach von links wieder dasselbe A dran multiplizieren. Ne? Also von daher kann ich ja zweimal dieselbe Menge miteinander multiplizieren oder sogar dreimal, viermal. Und das kann ich auch schreiben als Menge zum Quadrat, Menge zum hoch 3, Menge hoch 4. Ne? Und das ist dann eben Mengenprodukt, Mengenpotenz oder eben eine Sprachpotenz. Wie gesagt, wir wenden es fast nur auf Sprachen an, deswegen der Begriff hier. Naja, und jetzt kommt was, das glaube ich ist der Moment, wo einige sagen, das sieht aber irgendwie kompliziert aus. Andere, vielleicht auch gerade die so mit Mathe und Informatik Leistungskurs, sind gerade schon eingeschlafen, weil sie sagen, das habe ich schon in der 12. Klasse alles gewusst oder so. Da gibt es jetzt hier gewisse Leistungsunterschiede, aber die nivellieren wir jetzt einfach, jetzt wissen es alle. Jetzt kann ich auch sagen, A Stern, geschrieben A hoch Stern, also dieser Stern ist eben Superscript, also hat eine etwas größere Höhe, wird definiert als die Vereinigung aller A hoch N. Ne? Man kann sowas schreiben, das kennt ihr vielleicht aus, von diesem großen Sigma, ne, wo ich eine große Summe schreiben kann. Und das kann ich im Prinzip mit jedem Symbol machen, mit dem ich ansonsten zwei Werte miteinander verknüpfe. Hier ist es die Vereinigung. Ich vereinige also, ne, Sie sehen das hier, es geht bei 0 los. Ich vereinige a hoch 0, a hoch 1, a hoch 2 und das mache ich unendlich oft. Ne. Das ist der Moment, wo man so diesen kalten Hauch des Unendlichen spürt. Ne. Das ist so das, was Mathematik manchmal schwierig macht, dafür aber auch leistungsfähig macht. Ne. Also da ist alles drin. Alle Potenzen, die ich von so einer Sprache machen kann, werden in eine Menge reingeworfen. Da auch 0 definiert ist als die einelementige Menge, die nur Epsilon enthält, die ich manchmal nicht drin haben möchte. Jetzt wissen Sie noch nicht warum, weil wir die Anwendung noch nicht kennen, aber glauben Sie es mir, manchmal möchte ich mal die rauslassen. Deswegen definieren wir auch A hoch plus oder A plus dann genannt. Da sind im Prinzip auch alle drin, außer A hoch 0. So können wir dieses Epsilon da raushalten. Das ist jetzt hier nur so eine kleine Ergänzung. Aber Sie kennen so auch Analogien. Zum Beispiel macht man das manchmal auch bei den natürlichen Zahlen. Dann schreibt man N plus. Dann ist die 0 draußen. Das sind also typische Schreibweisen. Okay, das waren erstmal Mengen, die wir zu Sprachen eben, also wir sagen Mengen haben wir erstmal geklärt und dann Sprachen, eine bestimmte Art von Mengen eben.
Die brauchen wir in der Informatik, insbesondere in der theoretischen Informatik oder bei der Spezifikation von technischen Dingen. Das andere, was wir noch brauchen, sind sogenannte Tupel. Das entspricht dem, was Sie dann beim Programmieren zum Beispiel als Array kennenlernen. Bei einem Array kann es ja durchaus vorkommen, dass Werte sich wiederholen. Ähnlich wie auch bei Strings. Und da macht das schon einen Unterschied, ob Sie ABC oder CBA schreiben. Ähnlich auch bei Arrays. In der Mathematik, also die gab es ja schon, bevor es Computer oder diesen Begriff Array gab, nennen wir das ein Tupel und sprechen allgemein von N-Tupeln. Also das sind jetzt keine Elemente, wir sprechen da eher von Objekten, damit man das auch von Mengen sauber trennt. Und dann sagen wir, so ein Objekt oder mehrere Objekte können wir zusammenfassen. Wir schreiben runde Klammern, keine Mengenklammern und hier auch Kommas dazwischen. Und dann können wir zum Beispiel N-Elemente zu einem N, Entschuldigung, das habe ich noch gesagt, N-Objekte zu einem N-Tupel zusammenfassen. Häufig hat man zwei Tupel, die nennen wir auch Paare oder drei Tupel, zum Beispiel für Koordinaten, sind dann Tripel, also sind dann spezielle Namen. Die da drüber hätten wahrscheinlich auch noch solche konstruierten Namen oder vielleicht nennt jemand auch einen siebten Tupel irgendwie Septimoppel oder so, aber das spielt keine praktische Bedeutung, dann sagen wir einfach sieben Tupel oder fünf Tupel oder so. Dann ist immer klar, was gemeint ist. Und wir können auch zwei Tupel und drei Tupel sagen, wenn Ihnen gerade mal nicht einfällt, dass das auch Paar genannt wird. Ja. Genau. Und das wird, wie gesagt, unterschieden. Sie sehen es ja da als Beispiel, dass das Tupel 1, 2 ist ungleich dem Tupel 2, 1, weil wir es so festlegen. Das ist also was ganz anderes als eine Menge. Da wäre es gleich, aber Sie verstehen sofort, na ja klar, es gibt natürlich Anwendungen, wo das eine Rolle spielt. Ich kann Ihnen mal eine wichtige zeigen, auch so als, damit wir mal kurz nicht so viel auf mathematische Symbole gucken, das mal kurz einprägen. Habe ich hier vorbereitet im Browser, wenn das jetzt klappt und wir jetzt Internet haben. Das ist hier so eine Sache. Ich habe hier mal Google Maps geöffnet mit unserem derzeitigen Standort. Da sehen Sie, hier kam Blindfort und irgendwo, er zeigt irgendwie nie die Hochschule Rhein-Waal an, wenn ich Koordinaten eingebe, immer nur Kaufland und Sportpalast und so, naja, die wichtigen Gebäude hier so auf dem Gelände. Und ich hoffe, Sie können die URL halbwegs sehen. Ich kann das jetzt leider nicht vergrößern, jedenfalls nicht die URL-Zeile. Und da sehen Sie jetzt hier ein Paar, ein Koordinatenpaar, eventuell auch so ein Triple. Ich weiß nicht ganz genau, was mit 17z gemeint ist. Wir lassen es mal offen, aber das Wichtige bei Koordinaten, wissen Sie ja, das ist Länge und Breite. Es ist die Erde nicht rund, deswegen ist es etwas komplizierter. Entschuldigung, die Erde ist rund, so rum. Die Erde ist kein Quadrat, wollte ich sagen, die Oberfläche, also sie ist nicht flach, sondern eben rund und auch noch eine Kugel oder, na, wenn wir genau gucken, so eine Mischung aus Kugel und Kartoffel, aber das ist jetzt so Kleinigkeiten. Ne? Wissen, da gibt es so Erhöhungen, also genannt Berge, die machen jetzt diese perfekte Kugelform so ein bisschen kaputt. Ne? Aber so im Wesentlichen ist es eine Kugel. Und da geben wir Koordinaten an in x und y und meinen damit, also wenn die jetzt positiv sind, wie weit bin ich östlich von Greenwich, also das ist da in London, diese künstliche erste oder nullte Längengrad. Ja, Längengrad. Wenn ich irgendwann mal Breite und Länge vertausche, können Sie mich gerne korrigieren, so beim Sprechen und Denken. Da ist also der nullte Längengrad, das hat man mal festgelegt. Ansonsten ist es natürlich, weil die Erde, wissen Sie, dreht sich, der Äquator dreht sich am schnellsten, die Pole am wenigsten, da geht die Achse durch, also die geografischen Pole. Und dann kann ich den Äquator, also da, wo sich die Erde dreht, als den nullten Breitengrad definieren. Das ist also naturgegeben, das andere ist künstlich. Irgendwo sagt man, ich brauche mal eine wichtige Stadt, wo das beginnt. Und zu der Zeit, als man es festgelegt hat, war England wichtig, heute natürlich auch noch. Und ja, deswegen sagen wir, wenn wir so Koordinaten angeben, also gerade in unserer Region, wie weit sind wir von England weg? Also halb rum um die Erde wäre 180 Grad. Und da sehen Sie, wir sind relativ nah an England, also global betrachtet. Europa ist gar nicht so groß. Deswegen sind das nur, auswendig weiß ich es aber nicht, muss ich es ablesen, circa 6,5 Grad sind wir also von England entfernt. Und das andere gibt an, wie weit wir, wenn es positiv ist, nördlich vom Äquator sind. Da wissen Sie, der ist ziemlich weit weg, der Äquator, da wo es so super warm ist. Und bei uns ist ja eher so kalt. Und das sind dann über 50 Grad. Also wir sind sozusagen ein sehr nördliches Land, was nah an England ist, wenn wir das jetzt ganz grob mal interpretieren.
Und da spielt das eben eine Rolle. Ne? Jetzt können Sie sich vorstellen, was ich in 5 Jahren oder so, gibt es ja spätestens die Flugtaxis. Da gehen Sie jetzt übermüdet rein und geben einfach die Koordinaten von der Mensa ein, ne, oder hier vom Audimax, und landen auf dem Dach. Ne? Also ich weiß nicht, ob es in 5 Jahren oder 50 Jahren der Fall sein wird, aber irgendwann, bin ich davon überzeugt, landen die Studierenden hier mit dem Flugtaxi auf dem Dach. Der letzte Wirtschaftsminister hat das im Prinzip auch versprochen. Und dann geben Sie die Koordinaten ein. Und wenn Sie dann nicht aufgepasst haben, bei mir oder in der Mathevorlesung oder wo immer das war, und verwechseln X und Y, dann sind Sie natürlich ganz woanders. Ich mache das mal jetzt künstlich. Ich hoffe, das klappt jetzt mit Copy and Paste. Ich nehme mal die zweite Koordinate, lösche die hier raus. Ich sehe das hier etwas schlecht, aber es geht gerade noch. Mach die zur ersten. Ne? Wo landen wir dann? Hat jemand so eine Idee? Sie können jetzt ruhig mal raten und sich völlig vertun. Also jetzt sind wir sozusagen näher am Äquator und weiter weg von Greenwich. Wo sind wir dann ungefähr? Australien? Na, nicht ganz, aber es ist gut, dass Sie mal offen raten. Schottland? Nee, das wäre eine falsche Richtung. Ja, es geht so in diese Richtung, genau. Aber es, man hat so schlecht so ein Gefühl, ne, wie weit man da jetzt nach Osten geht. Ne? Das ist schwierig. Nein, oh, meine ganze schöne Vorführung. Ach, das gibt's doch nicht. Aber das geht bestimmt noch. Moment, ich muss, glaube ich, nur das WLAN hier einmal aktivieren. Sekunde. Ich habe mich so darauf gefreut, auf das kleine Ratespiel. Ich muss jetzt nur mal kurz meine Maus finden. So, gleich habe ich's. Ah, WLAN verfügbar, hört sich schon mal gut an. Ja, Aktion erforderlich verbinden, dann geht's so gleich. Ja, hier ist eine unsinnige Sicherheitsanforderung, sage ich mal. So, jetzt bitte, 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 nochmal Reload. Ja, einen zweiten Versuch. Also ich bin nicht in Indien, sondern ich bin ins Wasser gefallen. Jetzt können Sie mal nachjustieren, aber jetzt nicht einfach googeln und gucken, das ist ja total lame. Raten Sie ruhig mal, man darf sich mal vertun. Ich mag auch solche Beispiele, wo man sich stark verschätzt. Da bleibt das gut in Erinnerung. In welchem Wasser bin ich? Was sagten Sie? Pazifik? Irgendwo hörte ich, glaube ich, Bodensee. Das wäre ein schöner... Also, nee, ich bin noch etwas näher am Äquator. Ne? Ja, sagen wir mal, irgendwo zwischen Pazifik und Bodensee. Wir zoomen mal raus. Das merken Sie auch, wie weit ich von der Küste weg bin. Einmal gezoomt. Ne? Eben war das so halb Kamp-Lintfort, so die Größenordnung. Zweimal gezoomt. Ich sage das mal, weil Sie sehen ja nicht, wie ich die Maus klicke. Touchpad. Das habe ich schon 4-mal gezoomt. Spannung. Sehe ich Indien. So ähnlich wie Kolumbus. Ne? Der ist auch nach Indien und am Ende ja, Silicon Valley entdeckt. Nein, nicht ganz. Da waren noch ein paar Schritte dazwischen, aber die andere Küste erstmal. Ich weiß gar nicht, wo ist der angelandet? In Kuba oder so, der Kolumbus? Sorry, dass ich sowas mal wieder nicht weiß, wo ich schon erwähne. Jetzt haben wir Land gesehen, Land in Sicht. Und wer erkennt es? Man kennt nicht alle Orte an fremden, in fremden Kontinenten oder so. Klingt so ein bisschen afrikanisch, arabisch oder so. Ja, ich löse es auf, das ist Horn von Afrika. Ich gehe mal noch weiter raus und dann sieht man das auch besser. Genau, also Somalia. Äthiopien, das ist so die Region. Das heißt, wenn Sie sich vertippen und wollen jetzt hier so schläfrig auf dem Audimax landen, später mit Ihrem Flugtaxi und verwechseln X und Y, landen Sie östlich von Somalia. Also wäre gut, wenn Sie vorher aufwachen oder so, wer weiß, wie schnell diese Flugtaxis sind. Ist auch ein bisschen gefährlich, weil es tatsächlich eine der wenigen Gegenden auf der Erde, wo es Piraten gibt, also an der ostsomalischen Küste. Das heißt, dann wäre Ihr Flugtaxi wahrscheinlich auch schnell weg. Umgekehrt können Sie sich vorstellen, was passiert, wenn ein amerikanischer Militärpilot ein Piratenschiff versenken will und verwechselt X und Y, ne? Dann zerstört er das Audimax in Kaplinfort. Ne? Also das wäre noch etwas ärgerlicher für uns, ne? Mehr kaputt als ein Flugtaxi. Ne? Genau. Also X und Y matters wirklich, also nicht vertauschen. Das ist eben der Unterschied von Mengen und Tupeln. Ne? Aber... Genau. Also es ist nicht zu vergleichen mit dem Punkt auf der anderen Seite der Erde, deswegen kam wahrscheinlich jemand auf Australien oder Nähe Neuseeland. Das ist das, wenn Sie hier nach unten bohren würden, senkrecht, ne? Dann kommt man, glaube ich, bei oder in Neuseeland raus. Genau weiß ich es auch nicht. Ich habe es mal zu Hause gemacht, also berechnet, aber noch nicht für Kamp-Lintfort. So, okay. Das war, wie gesagt, nur ein kleines Zwischenspiel, dass Sie sich das einmal einprägen. Koordinaten, wie gesagt, sind eine wesentliche Anwendung dieses Systems. Ne?
Genau, wenn ich jetzt solche Paare bilden will, dann ist das ja auch so etwas Ähnliches wie ein Produkt. Ich habe meine Werte für x, für y oder wenn ich 3 habe für z, also die muss ich nicht x, y, z nennen, aber das wäre bei Koordinaten eine übliche Bezeichnung, dann nennen wir dies das kartesische Produkt. Und da schreibt man ausnahmsweise mal so ein Kreuz, weil irgendwann hat man doch ein bisschen viele Produktschreibweisen. Und da man das manchmal gemischt braucht, hat man sich hier mal herabgelassen und gesagt, okay, wir nehmen doch mal ein anderes Symbol, dann brauchen wir nicht diesen Kontext immer so ganz genau angeben. Und so kann ich eben schreiben, für zwei Mengen ist A Kreuz B, wir sagen aber auch A mal B oder wenn wir die Zeit haben, sagen wir das kartesische Produkt von A und B, ist auch eine Menge und zwar alle Tupel, klein a, klein b, für die gilt, A ist aus A und B ist aus B. Ist irgendwie logisch. Also ist ein Produkt sozusagen aus den Objekten, die auf der linken Seite des Tupels kommen und auf der rechten Seite des Tupels kommen. Die nennen wir, wie gesagt, zwei Tupel oder Paare. Ich kann das Spiel wiederholen mit 3, mit 4. Dann habe ich Tripel oder eben 3 Tupel, 4 Tupel, 5 Tupel. Und dafür nehmen wir das große Pi, ist auch als Produktzeichen hier genutzt. Da können wir also schreiben, i gleich 1 bis n, ai. Und das ist dann a1, Kreuz a2, Kreuz und so weiter bis Kreuz an. Wer jetzt direkt fragt, gibt es auch sowas wie Nulltupel, also nichts drin oder so, oder 1-Tupel tatsächlich, weil das beginnt ja hier bei 1. Erstmal gute Frage. ja, also Nulltupel in der Mathematik auf jeden Fall. Ich wüsste im Moment keine informatische Anwendung dafür, aber who knows, warum nicht, aber man kann das machen. Das ist wirklich nur Klammer auf, Klammer zu, da hat man einen Nulltupel, da ist nie was drin. Oder ein 1-Tupel ist dann irgendein Objekt einfach mit Klammern drum. Das wird man eher schon mal verwenden. Also Sie kennen sicherlich auch Arrays, die mal ziemlich sparsam belegt sind. Aber ansonsten Anwendungen natürlich Tupel mit n größer 1, wo es dann interessant wird. Diese extremen Ausnahmen sind jetzt auch nicht nur solche Freak-Diskussionen. Für Algorithmen, für Definitionen ist das oft schon wichtig, dass man sagt, zum Beispiel ein Algorithmus beginnt mit einer leeren Menge und tut dann nach und nach was rein. Dann ist es schon gut, dass ich sowas habe wie eine leere Menge, sonst könnte ich das gar nicht so leicht beschreiben. Auch wenn die ansonsten etwas langweilig ist, so als Menge. Gut, wie gesagt, das kartesische Produkt, wieso heißt es eigentlich so? Wie gut ist denn Ihre mathematisch-historische Allgemeinbildung? Kartesisch, wo kommt das her? Was heißt das? Bedeutet das irgendwas? Ist das irgendwie Region, Farbe? Irgendwas Lateinisches, ein Adjektiv oder so. Sie merken, ich helfe gar nicht. Ich gucke nur, wer traut sich? War das eine Meldung? Sie können ruhig raten. Mit Karthago? Ja. Ne, wenn Sie noch etwas, also wenn Sie die Zerstörung meinen oder die mutmaßlich immer wieder geforderte Zerstörung, müssen Sie noch einige Jahrhunderte in die Zukunft gehen. Aber war schon gut, das meine. Es ist tatsächlich eher historisch, ein paar Jahrhunderte zurück von heute. Ich löse gleich auf, ich gucke nur, ich habe den Eindruck, einige wissen es, aber trauen sich irgendwie nicht. René Descartes, nach dem ist es benannt. Also zu der Zeit wurden Namen manchmal latinisiert und dann sagte man auch Cartesius statt Descartes oder so. Und nach dem ist das benannt. Der, also ich glaube, als Philosoph ist er vor allem bekannt, so, können Sie das nicht so, Rationalismus, derjenige, cogito ergo sum, also alles anzweifeln, nur nicht die Fähigkeit zweifeln zu können. Also weg von diesem, ich suche irgendwie Gottes Gedanken in der Physik, sondern ich überlege einfach, wie es ist. Er war so ein bisschen experimentierfeindlich, aber ansonsten super großer Fortschritt in der Philosophie. Also soweit ich es beurteilen kann, ist natürlich jetzt nicht mein Fachgebiet, aber eben wesentlicher Begründer des modernen Rationalismus, sagt man, glaube ich. Und er war eben auch Mathematiker und nobody's perfect, er war auch Jurist, hat auch da gearbeitet. Als Mathematiker eben spannende Sachen. Ich habe ihn eher so in Richtung so Ableiten, also sagen wir mal so Analysis. Aber ja, seinen Namen verwendet hat man eben für dieses Koordinatensystem, das kartesische Koordinatensystem auch genannt oder eben das kartesische Produkt. Was er da genau gemacht hat, ist mir nie klar geworden, aber vielleicht hat man ihm einfach auch irgendwas zugedacht, weil er so gut war. Und so nach dem Motto, eine Sache können wir nach ihm benennen, so wie man dann eine Brücke irgendwie nach Willy Brandt benennt in der Stadt oder so. Da ist ja auch nicht unbedingt Willy Brandt drüber gelaufen. Nur zu Ehren. Gut, das waren sozusagen die Begriffe, die wir brauchen aus der Mathematik, die wir jetzt nur mal geschärft und
genau festgelegt haben. Und jetzt wenden wir es an in der Informatik. Und zwar ist das Objekt, was wir da jetzt definieren, der sogenannte deterministische endliche Automat, DEA, auch abgekürzt. Wir sagen dann oft nur kurz DEA, ne, weil wir das Wort sehr oft brauchen. Und das ist also ein Modell eines sehr simplen Computers. Ich mag es fast nicht aussprechen, haben Sie gerade gemerkt, weil das Modell eines Computers ist die Turing-Maschine, das kommt später. Aber man könnte natürlich auch sich wirklich Geräte vorstellen, die so ähnlich sind wie Computer, nur viel simpler. Die nennt man auch oft Automaten, weswegen wir auch diesen Begriff hier haben, historisch jedenfalls, aber bis heute eben der DEA oder Deterministic Finite Automaton, DFA. Was habe ich vorher gesagt? Was anderes jedenfalls. Ich glaube, ich war mit diesem FDA, dieser amerikanischen Gesundheitsbehörde, hatte ich gerade irgendwie die Abkürzung im Kopf. Deswegen kam ich gerade ins Schwimmen. Der wird jetzt festgelegt. Der wird jetzt mathematisch festgelegt. An der Tafel zeige ich Ihnen ein Beispiel und Sie merken, das Konzept ist super einfach. Also wirklich, nicht nur, ich beruhige Sie natürlich immer gerne, aber die Definition ist teilweise etwas haarig. Gerade wenn es da gleich weitergeht mit den erkannten Sprachen, merken Sie das, ne? Also direkt mal rein, was ist es? Es ist ein Fünftupel. Also er besteht sozusagen unter der Haube aus 5 Komponenten. Eine Menge S, ne, da sehen Sie schon, das ist eine Menge von Zuständen. Die ist einfach endlich und nicht leer. Mehr wissen wir darüber erstmal nicht. Aber schon mal so eine Vorstellung, so ein Automat hat einen Zustand und den kann er wechseln. Hat einen anderen Zustand, kann er vielleicht zurückwechseln. Hat er wieder einen anderen Zustand oder wieder den ersten Zustand oder so. Und hat ein Alphabet, das nennen wir Sigma. Also wenn es keinen besonderen Grund gibt, nennen wir Alphabet immer Sigma. Also ein Alphabet wird immer mit diesem Symbol belegt. Ne? Das braucht er also, der operiert mit einem Alphabet. Ne? Und hat einen Startzustand, das macht ja irgendwie auch Sinn. Das ist einer dieser Zustände, deswegen Element von. Damit beginnt er, ne? Wenn wir ihn einschalten sozusagen und er macht was, muss er ja irgendwo starten, das wird mit festgelegt. Er hat sogenannte Endzustände, also ein Teil der Zustände. Sie kennen das Teilmengensymbol, ne? Groß F, ne? F für finit oder finite. Ne? Das sind Endzustände. Nee, Entschuldigung, ich bin heute wirklich mit endlich dauernd. Final ist jetzt hier eher die bessere Auflösung der Abkürzung. Finale Zustände, Groß F, Endzustände. Also einige Zustände, kann man sich vorstellen, hat am Ende so ein grünes Licht. Ne? Das sind diese Endzustände. Oder nicht, oder ein rotes Licht. Ne? Dann ist es eben kein Endzustand. Und jetzt brauchen wir das eigentliche Arbeiten. Das nennen wir eine Überführungsfunktion. Die ist auch total definiert. Das heißt, da gibt es keine Stellen, die nicht definiert sind, so wie das in so einem Graph 1 durch x, der ist zum Beispiel in 0 nicht definiert. Hier muss es erstmal alles definiert sein. Die heißt Delta. Also was Sie da sehen, ist so ein kleines griechisches D, genannt Delta. Und die bildet ab von S Kreuz Sigma auf Sigma. Entschuldigung, das ist kein Sigma. S Kreuz Sigma auf S, so rum. S Kreuz Sigma auf S. Und da nicht erschrecken, das sind ja einfach Paare, wie wir gerade gelernt haben. Also es wird immer eine Kombination von einem Zustand und einem Zeichen, wird ein neues Zeichen, ein neuer Zustand zugewiesen. Und das ist so die Idee. Der Automat ist in einem Zustand, bekommt einen Input, ein Zeichen, und bewegt sich irgendwie gedanklich, also in unseren Gedanken, irgendwie automatisch oder so, geht über in einen nächsten Zustand. Das ist alles, was damit gemeint ist. Das kann man auch mal aufzeichnen. Da gibt es sogar eine sehr exakte, falscher Knopf, sehr exakte Schreibweise oder Malweise, Zeichenweise. Das heißt, manchmal definiert man so genau, was gemalte, was gezeichnete Symbole bedeuten, dass das gleichbedeutend ist mit einer mathematischen Symbolik. Und das ist hier der Fall. Ja, da kann ich zum Beispiel sagen, der Zustand S0. Wir machen immer so einen Kreis drumherum für so einen Zustand. Beim Startzustand machen wir so einen eingehenden Pfeil. Das ist einfach so ein Beispiel für einen solchen endlichen Automaten. Eingehender Pfeil und dann kann ich sagen, hier gibt es vielleicht Zustand S1. Wenn das ein Endzustand ist, macht man so einen doppelten Kreis. Also, wenn Sie mir glauben, dass das ein Kreis ist. Und dann kommt man von einem Zustand zum nächsten. Und dann schreibt man dran, welches Zeichen. Wir machen mal einen Automaten, der Nullen und Einsen auch liest. Wir können zum Beispiel sagen, hier kommt man mit einer 1 hin. Und hier gibt es einen Zustand S2, der ist kein Endzustand.
und dann kommt man mit einer Null hin. Das ist so eine Möglichkeit. Und jetzt sehen Sie auch, warum das Sinn macht. Die Kombination Zustand und Zeichen, dann weiß ich jetzt, wenn ich ein S0 bin und eine 1 lese, Delta von S01 ist S1. Wir hatten ja gesagt, Überführungsfunktion Delta, die nimmt Paare entgegen, also S0 und 1 als Beispiel. Das hier, in solchen Fällen kann man auch die größeren Klammern weglassen, aber jetzt machen wir es einmal formal richtig, ist gleich S1. Jetzt haben wir also für einen Input, für einen Wert aus der Definitionsmenge der Funktion das mal hingeschrieben, was der Funktionswert ist. So könnte man Funktionen ja auch angeben, dass wir einfach alle Werte, sind ja hier nur endlich viele, so angeben. Gut, das ist wie gesagt erstmal, ist noch nicht total definiert, wie wir merken. Also noch, da fehlen noch Pfeile im Diagramm, machen wir dann gleich. Was wir jetzt eben auch sehen, wir können, wenn wir erstmal so eine Überführungsfunktion haben, oft wollen wir gar nicht so ganz genau wissen, was bei einem einzelnen Zeichen passiert. Also das müssen wir schon wissen, aber uns interessiert mehr, was bei ganzen Wörtern passiert. Und damit man nicht sowas schreiben muss wie Delta von Delta von Delta von Delta, also für jedes Zeichen immer, könnte man, ist aber sehr unglücklich, gibt es auch eine Vereinfachung Delta Stern. Das heißt einfach, ich kann ganze Wörter damit verarbeiten. Das wird übrigens rekursiv definiert, dass ich sage, wenn ich ein ganzes Wort in Delta Stern stecke, dann nimm einfach den ersten Buchstaben links, steck den in Delta, nimm ihn vom Wort weg und den Rest wieder zu Delta Stern. Und wir knapsen also das erste Zeichen ab und verweisen auf die Funktion Delta Stern zurück. Das ist erlaubt, das nennt man eine rekursive Definition. Das sehen Sie dort in der zweiten Zeile mit diesen Formeln, also nach dem Wort und. Der erste Buchstabe ist A oder das erste Zeichen des Wortes ist A. Das wird einfach in Delta gesteckt und der Rest des Wortes wieder in Delta Stern. Das ist erstmal so ein bisschen schwierig, weil ich definiere, was Delta Stern ist und sage, ja, Delta Stern ist, indem du Delta Stern auf was anderes anwendest. Das klingt ja so wie so ein Widerspruch. Also wenn ich das erst erkläre, was es ist, kann ich es ja nicht verwenden. Grundsätzlich stimmt das auch, aber das ist so eine Ausnahme. Ich kann was rekursiv verwenden, sofern es irgendwann verschwindet. Ich brauche also, ähnlich beim Algorithmus, so eine Art Abbruchbedingung. Und dass das, was vorher geschieht, ich sage Delta Stern, kann ich auch auf einen Zustand und das leere Wort anwenden. Und dann wird der Zustand einfach zurückgegeben. Das ist wie immer neutral. Also wenn der Automat nichts liest, tut sich auch nichts. Bleibt er in seinem Zustand. Das ist so die praktische Idee. Das gilt eben für alle Zustände. Dieses umgedrehte A liest man für alle. In der Mathematikvorlesung wird das eventuell noch mal genauer gefasst, aber viel mehr gibt es auch nicht zu wissen. Also das heißt eben für alle S aus S. Genau, also es bricht dann ab. Wenn ich das letzte Zeichen mit Delta verarbeitet habe, bleibt nur noch Epsilon übrig. Deswegen ist diese rekursive Definition erlaubt. Wir können das hier mal machen an dem Beispiel, aber wie gesagt, noch war er ja nicht fertig, er ist noch nicht total definiert. Ich muss noch sagen, was passiert eigentlich in S2, wenn ich 0 oder 1 lese? Wir können mal sagen, in beiden Fällen bleibt dann S2. Dann kann ich das auch so schreiben. Also Sie merken, wenn er erstmal eine 0 liest, dann bleibt er in diesem Zustand S2. Er kann also nicht mehr in einen Endzustand geraten. Und jetzt können wir hier sagen, bei S1, damit er mal einfach ist, machen wir das Gleiche. Dann haben wir jetzt hier nicht gleich so ein großes Objekt zum Nachdenken. Und dann merken Sie, dieser Automat schaut einfach nur, was das erste Zeichen vom Wort ist. Also da macht er eine Unterscheidung, ob es 0 oder 1 ist. Bei einer 0 bleibt er, also geht er nach S2 und bleibt dort. Bei einer 1 geht er nach S1 und bleibt dort. Und die Wörter, die grünes Licht haben, sind alle diejenigen, die mit 1 anfangen. Mindestens eine 1 anfangen. Und das ist so die Idee vom Automaten, dass er Wörter aus einer Sprache erkennt. Also er bestimmt eine Teilmenge einer Sprache. Einige Wörter erkennt er, andere Wörter lehnt er ab. Das ist so einfach eine Sprechweise. Können Sie sich vorstellen mit so einem grünen Licht oder so. Und dieser Automat erkennt alle Bitstrings, die mit 1 beginnen. Bei der Gelegenheit, was ist mit dem leeren Wort? Beim leeren Wort bleiben wir im Zustand S0, das heißt S0 ist kein Endzustand in diesem Fall, hätte ich machen können, habe ich aber nicht.
Das heißt, das leere Wort wird auch nicht erkannt. Es gehört also nicht zur erkannten Sprache, wie wir das ausdrücken. Er erkennt wirklich alle Bitstrings, die mit 1 beginnen. Okay, das ist jetzt so ein Beispiel und wir nennen das auch die akzeptierte Sprache. Also alle Wörter werden einzeln erkannt, zusammen ist es die akzeptierte Sprache. Manchmal sagt man auch gesammelt die erkannte Sprache, aber akzeptiert ist häufiger. L von A, also für einen Automaten A. Alle Wörter sehen Sie aus Sigma Stern, also alle Wörter, die ich zusammensetzen kann, mit der Eigenschaft, ich lande in einem Endzustand, wenn ich im Startzustand starte mit Delta Stern. Deswegen ist zum Beispiel Delta Stern, das gilt jetzt für meinen Automaten von S0 und 101. Ich kann einfach einen Bitstring wählen, zum Beispiel 101. Das landet in S1, ist gleich S1. Müsste ich jetzt genau genommen machen, Delta von 1, Delta von 0, Delta von 1, auch noch von Epsilon. Das könnte ich jetzt hinschreiben, dauert ein bisschen lang, wir machen das in der Übung einmal. Aber wir merken auch sofort, ich bleibe bei S1, ich komme ja nicht mehr raus. Und das hier ist auch ein Endzustand, Element F. Und dementsprechend wird dieses Wort 101 erkannt. Wie gesagt, die Menge der Endzustände, wer jetzt sagt, wo steht denn das, sind alle die mit einem doppelten Kreis. Das muss man mal sagen, also diese Zeichnung, das ist nicht einfach nur, um so Gedanken auszudrücken, das machen wir auch oft. Sie kennen so, ich will nicht schon wieder lästern, aber wenn BWLer eine Folie machen, dann ist da meist sowas wie Marketing, Kunden steht dann da irgendwie und Bedarf, irgendwelche großen Wörter, dann machen sie so Pfeile wie steigert oder wirkt oder so. Das heißt, das sind manchmal sehr komplexe Zusammenhänge, die werden dann versucht in so einer Grafik mit Pfeilen da. Also dass man die einfach so darstellt. Das ist aber oft nicht so super präzise. Das ist mehr so die erste Abbildung eines Gedankens. Das ist auch der Grund, warum die Marketingkampagne manchmal fehlschlägt, weil da offenbar die Präzision gefehlt hat, die Annahme falsch war. Hier ist das anders. Also Sie können eine solche Grafik 1:1 umsetzen in die Angabe von allen Delta-Werten und damit die Überführungsfunktion vollständig aufschreiben. Das Alphabet sehen Sie ja auch. Sie sehen ja alle Zeichen an den Pfeilen. Sie sehen den Startzustand. Der eingehende Pfeil ist hier entscheidend, aber wir nennen ihn meistens auch S0. Und Sie sehen alle Endzustände. Mehr macht ja so ein endlicher Automat nicht. Wir haben ihn ja gerade definiert. Deswegen diese Grafik, heute ging das sogar mit KI. Könnten Sie direkt einer KI geben und dann kann der Automat losrechnen. Die kann man also 1:1, also in beide Richtungen, in eine mathematische Definition hier auch übersetzen. Also ich meine, es ist schon eine mathematische Definition, aber dass ich das eben auch als Auflistung der Funktionswerte betrachte. Okay, das ist die akzeptierte Sprache. Wir machen nochmal 2, 3 Beispiele, dass Sie auch sofort merken, auch wenn vielleicht die Definition schwierig aussah, Sie können das schon. Das ist so ein Beispiel. Ist jetzt etwas schöner zu erkennen, als wenn ich so eine Tafelzeichnung mache, insbesondere wenn ich dabei spreche. Und ich finde es auch schade, dass wir nicht so fette Stifte haben fürs Audimax. Bräuchte man eigentlich so die 1 cm Streifen machen oder so. Da sehen Sie, der Startzustand ist S0. Der Automat arbeitet offenbar mit diesem Alphabet AB, also ein zweielementiges Alphabet. Es gibt einen Endzustand, S1, Doppelkreis. Und wenn er zum Beispiel ein B liest am Anfang, geht er nach S1. Wer kann denn die erkannte Sprache dieses Automaten so in einem Halbsatz beschreiben? Sowas wie, ja, der erkennt alle Wörter über AB, die, jetzt brauchen wir so eine Eigenschaft, ja? Die auf B enden. Ja, man merkt es, wenn er so ein B liest, geht er immer nach rechts. Verzeihung. Und wenn er weitere Bs liest, bleibt er rechts. Und rechts ist eben der Endzustand. Und egal, wann er ein A liest, geht er nach S0 oder bleibt in S0. Also das ist richtig. Und jetzt sehen Sie auch mal, wie man das mathematisch schreiben kann. Das ist also ein Mengenprodukt. Und da muss man vielleicht kurz drüber nachdenken. Ein Produkt aus 2 Mengen. Die erste Menge ist AB Stern, also alle Wörter bestehend aus A's und B's. Da ist auch sowas drin wie ABBA oder 3 A's oder das leere Wort oder so. All das ist da drin. Das wird multipliziert mit der Menge, die nur ein Element enthält, nämlich dieses Wort B, also ein sehr kurzes Wort. Das führt dazu, dass Präfix ist beliebig, Postfix ist B.
dass ich nur noch Wörter habe, die auf B enden. Das ist deswegen bemerkenswert, weil diese Menge ist eine echte Teilmenge, also sozusagen kleiner. Das Wort ist bei unendlichen Mengen so ein bisschen schwierig, aber deswegen sage ich lieber echte Teilmenge. Das ist eine echte Teilmenge von allen Wörtern. Also ich habe alle Wörter, ich hänge ein B dran und dann habe ich nicht mehr alle Wörter. Weil nur noch die da sind, die auf B enden. Ich will jetzt nicht sagen die Hälfte, weil wie gesagt, sind beide Mengen unendlich. Da sind solche Begriffe nicht mehr zutreffend. Das ist eine echte Teilmenge. Aber das ist nur die Schreibweise, irgendwann gewöhnt man sich dran, wenn Sie das im Moment so ein bisschen erschreckt oder symbolisch noch überfordert. Nächstes Beispiel, also auch super simpel, zwei Zustände, zwei Zeichen. In der gelebten Praxis haben wir ganz andere Automaten. Also S0, bei A bleibe ich drin, B gehe ich wieder nach rechts. Aber jetzt ist da ein Unterschied, ich bleibe rechts im Endzustand auch wieder, egal ob ich A oder B weiterlese. Wer kann denn diese Menge kurz beschreiben? So, jetzt verbal meine ich. Ja, der andere Nachbar. Alle Wörter, in denen mindestens ein B drin vorkommt. Ja, sieht man so ein bisschen. Also er wartet die A's ab, macht nichts. Bis, also er wartet auf das B. Also er überspringt die A's, bis das B kommt. Das ist, glaube ich, schöner formuliert. Und wenn er das B hat, ist er zufrieden und bleibt rechts. In dem Zustand S1. Genau, das kann man zum Beispiel als Produkt aus drei Mengen schreiben, also irgendein Präfix, dann kommt das B, irgendein Postfix. Auch eine unendlich große Menge, die ist jetzt nochmal kleiner als die Menge, die jetzt nur aus, die ist nochmal kleiner als die Menge über allen, also als alle Wörter über AB. Das B muss auch nicht notwendigerweise links oder rechts sein oder genau in der Mitte, es muss einfach nur eins vorkommen. Wohlgemerkt, so eine Menge wie AB Stern enthält ja auch das leere Wort. Deswegen ist dort auch sowas drin wie BA zum Beispiel. Also das kann ich auch als Produkt dieser drei Mengen bilden. Und das muss ja auch rein, weil ein B genügt. Es können auch mehrere Bs sein, mindestens ein B. So, noch ein drittes Beispiel. Der sieht so ein bisschen degeneriert aus, weil egal was kommt, er geht hier in den rechten Zustand S1. Hier ist ein wichtiger Unterschied, bevor Sie zu schnell urteilen. Der Endzustand ist hier nicht S1. Es können sowieso auch mehrere Endzustände sein oder ja, theoretisch auch sogar keiner, aber dann erkennt er nichts. Hier ist der Endzustand S0. Welche Sprache erkennt denn dieser Automat? Der ist jetzt tatsächlich in gewisser Hinsicht degeneriert. Also diese Komplexität führt hier nicht zu viel. Ja, bitte. Nur das leere Wort, genau, weil das leere Wort, das würde ja noch ein S0 sein, wenn er nichts liest, bleibt er im Zustand, das hatten wir vorhin schon kurz geklärt. Okay, das leere Wort wird erkannt, ist immer so, wenn S0 auch ein Endzustand ist, also wenn Start gleich Endzustand ist, dann erkennt er das leere Wort, aber danach geht er nach S1 und kommt da nicht mehr raus. Also, stand das eben schon drunter? Ich weiß gar nicht, vielleicht hatte ich irgendwas falsch gemacht. Jedenfalls, da steht es runter jetzt. Stand es vorher schon? Ah ja, sorry, genau, ich hatte eine Folie wohl ausgelassen. Da steht ja schon die Lösung, nur das leere Wort, ja. Genau, habe ich mich selber verwirrt, aber Sie haben es dann gleich gesehen. Gut, als Vereinfachung noch, was Sie merken, dieser Zustand S1 hat hier so eine Besonderheit. Ich gehe da einmal rein und komme da nicht mehr raus. Das braucht man des Öfteren. Wir hätten auch gern so eine Vorstellung, dass ein Automat vorzeitig aufhört mit der Verarbeitung und einfach sagt, nein, das Wort erkenne ich nicht. Manchmal definiert man das auch als vorzeitiges Stoppen, vorzeitiges Abarbeiten oder vorzeitige Unterbrechung, irgendwie sowas, also Unterbrechung des Abarbeitens. Manchmal in der Sprechweise sagt man auch, der Automat stirbt, also wenn er in so einen gefangenen Zustand reingeht, damit deutet man immer an, es lohnt sich dann nicht mehr, alle weiteren Zeichen zu verarbeiten. Wir sehen ja sofort, dass er aus diesem toten Zustand nicht mehr rauskommt. Deswegen definieren wir das auch einmal, damit wir nicht immer so viele Pfeile brauchen, wenn wir in der Realität, das kann zum Beispiel sein, wir bezeichnen so einen Automat, der die Syntax einer E-Mail-Adresse angibt oder so, für so ein Webformular. Deswegen, um das einmal zu erledigen, ein toter Zustand. Sie sehen jetzt hier einen Automaten, der auf den ersten Blick nicht total definiert ist. Es fehlen zwei Pfeile. Es wird hier nicht gesagt, was mit S0 und A passiert. Es wird auch nicht gesagt, was mit S1 und B passiert. Der Gedanke ist,
Wir möchten nur solche Wörter erkennen, die B, A, B, also wo das immer abwechselnd ist, die aber mit B anfangen und aufhören. Oder das einzelne B, das ist auch mitgezählt. Ne? Müssten wir also jetzt eigentlich so machen, dass wir sagen, es gibt einen weiteren Zustand, ne, der tote Zustand, und dort komme ich eben rein, wenn das Wort sozusagen sich nicht wohl verhält, und komme da nicht mehr raus. Ne? Und was wir jetzt aber einmal festlegen, und das ist auch mathematisch sauber, dass wir sagen, naja, immer wenn so ein Pfeil fehlt, dann denkt ihr doch einfach einen toten Zustand. Ne? Meckern nicht lange rum, dass da Pfeile fehlen, sondern sagen, da gibt es einfach einen weiteren Zustand T, den zeichnen wir erst gar nicht. Ne? Das heißt immer, da geht es rein, da kommt man nie wieder raus, das ist also nur noch Schleife. Ne? Der Automat ist dann tot, deswegen auch toter Zustand. Ne? Also das heißt in Zukunft, also ab jetzt, würden wir es wirklich so schreiben, wie es da links steht. Ne? Und wer da mathematische Schwierigkeiten hat, sagt, total definiert, der darf gerne diesen toten Zustand dazu zeichnen und alle Pfeile, die fehlen, dahin führen lassen. Ne? Sowas nennt man auch eine Konvention, ne? Eine vereinfachte Schreibweise, die halt etwas repräsentiert, was dann wieder korrekt ist. Ne? So eine Abkürzungsschreibweise, sehr sinnvoll, weil wir eben oft wirklich nur so eine Handvoll Pfeile brauchen, viele Zustände haben. Und da können wir dann ja, buchstäblich 100 Pfeile oder so weglassen, wenn wir diesen toten Zustand uns einfach denken. Gut, alles sauber definiert. Und hier sehen Sie nochmal die erkannte Sprache, ne? Wie ich schon sagte, B, B, A, B, dann B, A, B, A, B und so weiter. Könnte man auch schreiben als Mengenprodukt von B und AB Stern. Ne? Wohlgemerkt, AB Stern ist nicht dasselbe wie A, B Stern. Das sind dann wirklich alle Potenzen von AB drin. Ne? Und AB Quadrat ist ja AB, AB, AB hoch 3 ist AB, AB, AB. Aber rechts ist nicht sowas drin wie ABBA zum Beispiel. Ne? Also, und so ist es aber auch. Der Automat braucht immer abwechselnd B, A, B, A, B und so weiter, damit er nicht in seinen toten Zustand fällt. Gut, das war im Prinzip schon alles über endliche Automaten. Es gibt jetzt noch ein, zwei Varianten, die ich gleich zeige, aber Sie merken also, das Konzept war jetzt gar nicht so super komplex. Gerade wenn man das mit der Zeichnung mal so verstanden hat, kann man damit direkt operieren. Ich glaube, die meisten von Ihnen haben auch so ein, ja, so ein natürliches Verständnis, dass Sie merken, das kann man auch sicherlich leicht programmieren. Ne? Letztlich brauche ich nur so eine Tabelle, wo alle diese Werte drinstehen. So wird das auch oft repräsentiert. Ne? Und dann habe ich auch mal schnell ein Programm, was so einen Automaten auswertet. Das muss ja jeweils so diese Fallunterscheidung machen. Ist also super simpel. Ne? Man kann es also sehr, sehr schön, sehr einfach mit einem Computer auch ja, simulieren oder eben ausfüllen. Also so je nach Anwendung würde man das so oder so nennen. Reale Automaten, also wenn es jetzt gerade nicht darum geht, wirklich eine Sprache zu erkennen, zum Beispiel eine Syntaxprüfung, sind ansonsten auch welche mit sehr wenigen simplen, aber klar unterscheidbaren Zuständen. Also zum Beispiel macht man solche Diagramme oder solche, also die Verwendung von endlichen Automaten zur Spezifikation, zum Beispiel bei Sicherheitsschaltungen manchmal. Man sagt man zum Beispiel sowas wie eine Weiche mit irgendwie Knöpfen, die vielleicht der Bahnwärter bedient oder der Fahrer einer Straßenbahn oder so. Ne? Da muss irgendwie klar sein, wann stellt sich die Weiche nach links, wann nach rechts, was passiert, ne, wenn einer Stopp drückt oder irgendwie einen Notknopf, keine Ahnung, was da so gibt. Und dann wird das ganz genau festgelegt. Ne? Aber auch bei Automaten, die jetzt wirklich so heißen, wie zum Beispiel, ne, kann das ein Verkaufsautomat sein, das werden wir auch in einer Übung mal machen, das ist ja auch wichtig, was passiert denn, also dann ist das gelesene Zeichen zum Beispiel eine Münze, die ich einwerfe oder ein Knopf, den ich drücke oder so. Was passiert denn, wenn ich mittendrin jetzt auf Abbruch drücke, aber der Parkschein ist schon halb draußen oder so? Also was ist dann der nächste Zustand? Da ist es auch oft wichtig, dass man das mal ganz genau festlegt, ne? Damit die sich auch nicht unterscheiden. Ne? Aber es ist eben kein Computer. Sie merken, also ein Computer braucht noch viel mehr. Zum Beispiel kann ein endlicher Automat nicht erkennen, ob ein Java-Programm syntaktisch korrekt ist. Dazu brauchen wir tatsächlich eine Struktur, die lernen wir auch noch kennen, die mehr beherrscht, also wie zum Beispiel die Turing-Maschine, da gibt es noch welche dazwischen, ne? Das kann er nicht, ne? Aber eine E-Mail-Adresse, das kriegt man hin. Ne? Also da merken Sie, da gibt es offenbar so eine gewisse Komplexität, die dann nochmal unterschieden wird. Ne?
Aber ja, man kann jetzt, wie gesagt, keine komplexen Strukturen, keine komplexen Algorithmen damit, die so intuitiv viel mehr brauchen an Informationen, modellieren. Also zum Beispiel auch keinen Menschen. Ne? Also das, die Fähigkeiten aufgrund unseres menschlichen Gehirns sind jetzt viel größer, als dass man sie über so einen endlichen Automaten modellieren könnte. Ja, vielleicht Michael Wendler oder so, das würde vielleicht noch gehen, aber so ganz generell ist das menschliche Gehirn einfach viel zu komplex, als dass es so ganz starre Ein- und Ausgabenformate gibt oder so. Gut. Ich habe gesagt, wir brauchen noch ein, zwei Varianten, da sind sie auch für heute durch. Die Variante hat es allerdings in sich, ne? Die überfordert auch viele so beim allerersten Mal. Ich hatte es ja eben schon betont, auch als ich mir am Anfang versprochen hatte mit dem Determinismus. Deterministisch heißt ja letztlich, ist ganz genau festgelegt, was als nächstes passiert, ne? So wie unsere deterministische Welt. Ne? Wenn wir mal die Quantenphysik mal kurz weglassen oder so, ist das ja auch alles völlig klar und berechenbar und ne, der nächste Schritt. So erwarten wir auch, dass Computer, ne, gleicher Input, gleicher Output, ne, dass die so arbeiten. Das nennt man eben Determinismus. Jetzt wird aber speziell hier nochmal eingeführt, weil es super praktisch ist, dass man den Automaten auch nicht deterministisch definiert. Ne? Also fast schon auch wieder mal kontraintuitiv, dass man ausgerechnet das, was die Informatiker oft wollen, ne, also etwas ganz deterministisch, wird jetzt hier künstlich aufgehoben. Und wir sehen auch so ein einfaches Beispiel. Und zwar möchte ich einfach einen Automaten bauen, der feststellt, ob das vorletzte Bit einer Zeichenkette 0 ist. Ja, und dann sage ich hier, naja, du liest einfach ganz viele Nullen und Einsen und bleibst in S0, deswegen diese Schleife. Ja, und dann beim vorletzten Bit liest du die 0. Das vorletzte. Und dann nochmal 0 oder 1. Ne, das kann man auch so in einem Pfeil machen. Und dann gehst du in Endzustand. Also man sieht sofort die Absicht. Man merkt aber, ja, Moment. Also mathematisch ist das Quatsch. So wäre es auch. Also nach dem, was wir bisher definiert haben, kann man das nicht einfach so machen. Ich muss schon sagen, was mit einer 0 und S0 passiert. Also ich bin im Zustand S0 und lese eine 0. Ich weiß ja, das ist das Problem. Ich weiß ja noch nicht, ob es das vorletzte Bit ist. Ich muss dem Automaten mitteilen, welchen Zustand er geht, wenn er ein S0 eine 0 liest. Und das wird jetzt aufgehoben, es wird nicht mehr so ganz genau gesagt. Wir sagen, naja, der kann raten. Der kann mal in S0 bleiben oder er kann nach S1 gehen. Und zwar rät er das im richtigen Moment, wenn er das vorletzte Bit liest. Ja, ja, genau, so hätte ich auch reagiert. So, hallo, also raten. Jetzt sind wir gerade so sauber mathematisch gewesen und jetzt wird auf einmal geraten. Das ist auch nur so eine Vorstellung. Natürlich geht das mathematisch sauber, das machen wir auch gleich, aber es ist einfacher zu verstehen, wenn man erstmal so eine intuitive Vorstellung entwickelt von diesem Raten. Mich hat Raten auch nie so ganz immer überzeugt. Also ich habe ja auch mal studiert und zum ersten Mal einen solchen Nichtdeterminismus kennengelernt. Man kann auch sagen, er macht einen Münzwurf. Also wenn er immer zwei Möglichkeiten hat zum Beispiel, wirft er eine Münze und dann macht er mal das eine, mal das andere. Dann wird er natürlich nicht zuverlässig dieses vorletzte Bit erkennen. Das ist halt so, wenn man eine Münze wirft, dann hat man Glück, mal nicht. Aber wir können auch das mathematisch schon so definieren und sagen, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass das erkennt, größer 0 ist, dann erkennt das. Das ja, das klingt schon wieder sauber. Dann habe ich eine klare Aussage. Ist es gleich 0, die Wahrscheinlichkeit? Also ist es unmöglich, egal wie die Münzen fallen? Oder ist es positiv? Das heißt, es gibt so eine Folge von Münzwürfen, wo er es erkennt. Das wird tatsächlich sauber. Ich könnte es sogar so definieren über diese Wahrscheinlichkeiten. Macht man jetzt nicht, weil man da jetzt nicht unnötig den Wahrscheinlichkeitsbegriff bemühen möchte. Aber es wäre möglich. Das wäre eine Vorstellung. Oder Sie können auch sagen, bei jeder Weggabelung, also immer dann, wenn er sagt, ich bleibe jetzt in dem Zustand oder ich gehe in einen anderen oder so, verdoppelt er sich, macht so eine zweite Instanz auf oder eine zweite Task, so, wer jetzt technisch denkt in Richtung Betriebssysteme oder so, dann gibt es dann zwei Automaten und der kann sich wieder aufspalten bei der nächsten, beim nächsten Nichtdeterminismus. Dann gibt es dann vielleicht drei oder vier oder so. Kann natürlich sehr stark anwachsen, aber jetzt für die Definition reicht es ja erstmal, wie viel Rechenaufwand, wie viel Speicheraufwand das ist, interessiert uns im Moment nicht. Und dann können wir sagen, dann gibt es ganz viele Automaten und wenn einer von denen sagt, ich habe es gefunden, Heureka, das Wort wird akzeptiert, dann reicht das und alle anderen sagen, dann ist okay. Also es reicht, wenn es einer geschafft hat, da merken Sie es selber wie eine positive Wahrscheinlichkeit. Es muss eine Möglichkeit geben, richtig zu raten. So könnte man es auch definieren. Also dass sie sich vervielfältigen, die Automaten,
oder für die Science-Fiction-Fans unter uns, ne? Sie können sich vorstellen, bei jedem Schritt, wo es nicht deterministisch ist, haben Sie ein neues Universum. Also es gibt ja eh so eine gewisse Vorstellung eines Multiversums, wo jede unserer Entscheidungen, da gibt es die eine oder andere Variante. Also es gibt dann irgendwo auch ein Universum, wo Sie vielleicht nicht Informatik studieren, sondern Kunstgeschichte oder so, vielleicht auch lustig. Und so kann man das hier auch sehen. Immer wenn eine Entscheidung ist, wird ein ganzes Universum geboren. Und es reicht, wenn es ein Universum dann später gibt, wo er in einem Endzustand ist, dann werden alle anderen getötet und er lebt so weiter. Ne? Also jetzt haben Sie jetzt 3, 4 Alternativen, wie Sie sich vorstellen möchten, ob Raten, ob Zufall, ob mehrere Automaten als Task oder eben Multiversum. Alles gleich gut, ne? Aber das ist unser Nichtdeterminismus. Das Schöne ist nämlich, warum man das macht, ist gar nicht, wenn man das genauso bauen will, sondern wird auch schwierig mit dem Multiversum, sondern weil man da sehr schön was spezifizieren kann. Wie in diesem Beispiel, vorletztes Bit 0 kann ich mit so ein paar Strichen exakt angeben. Okay, wie wird es jetzt definiert? Es ist erstmal so, also es ist ähnlich wie eben. Wir haben wieder ein Fünftupel, wir haben Zustände, wir haben ein Alphabet, wir haben eine Überführungsfunktion. Dann merkt man, S0 ist jetzt plötzlich ein Großbuchstabe, ja, ist gleich eine Menge. Also wir haben jetzt nicht den Startzustand, wir können hier auch mehrere Startzustände haben. Das wird hier gleich erlaubt, das macht es dann einfacher, wenn man die auch zusammensetzt. Nur so als Hinweis, wer sich wundert, es gibt wieder Endzustände. Und der Unterschied ist jetzt, dass ich nicht wie eben, ich habe einen Zustand und ein Zeichen, ich gehe in einen neuen Zustand, sondern ich habe eine Menge von Zuständen, ich lese ein Zeichen und gehe über in eine andere Menge von Zuständen. Also die kann auch mal gleich sein, aber sie wird eben oft eine andere Menge sein. So wird das definiert. Deswegen sehen Sie jetzt hier klein Delta, die Funktion ist nicht, also S Kreuz Sigma, und die geht jetzt auf die Potenzmenge von Sigma. Also es werden nicht einzelne Elemente zugeordnet, sondern einzelne Teilmengen. Die Menge aller Teilmengen wird auch mit P von S bezeichnet, auch Potenzmenge genannt, wer es jetzt nicht kannte. Aber mehr ist es nicht, steht auch dahinter, ne? Die Menge aller Teilmengen. Also, das Besondere jetzt bei diesem Beispielautomaten ist, S00 wird abgebildet auf die Teilmenge S0 und S1. Und dann sage ich, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten, ne? Und dann ist das erstmal mathematisch klar definiert, dieser Nicht-Determinismus. Da müssen wir jetzt einmal festlegen, wie sieht jetzt die akzeptierte Sprache aus. Das wird jetzt hier schrittweise gemacht. Sie merken erstmal, okay, die Überführungsfunktion, die geht jetzt von, also die brauche ich jetzt auch in dieser Sternvariante, dass die ganze Wörter auswerten kann, die erweiterte Überführungsfunktion. Die geht dann von einer Menge von Zuständen und einem Wort, also ein Element von Sigma Stern aus und wird abgebildet wieder auf eine Menge von Zuständen, also auf ein Element der Potenzmenge. Okay, was heißt das konkret? Naja, Sie sehen, dass da Delta Stern für ein Epsilon macht wieder nichts. Also wenn ich irgendeine Zustandsmenge habe und lese das leere Wort Epsilon, ändert sich nichts. Das hatten wir eben auch schon, das erlaubt die rekursive Definition, die jetzt folgt. Die sieht so ein bisschen erschreckend aus, aber wenn Sie das Prinzip verstanden haben, können Sie es fast so von links nach rechts lesen. Das heißt nämlich, wenn ich ein Wort lese, wie eben, gucke ich einfach nur auf den ersten Buchstaben, den ich jetzt hier A nenne. Das restliche Wort wird gleich wieder eingefüttert. Also ich gucke nur auf den ersten Buchstaben A. Der wird in Delta reingesteckt. Das muss ich allerdings machen für alle Zustände aus der Menge, in der ich mich gerade befinde. Ich starte ja nicht in einem Zustand, sondern ich starte sozusagen in einer Menge von Zuständen. Das mache ich also für jedes Element dieser Menge und schmeißt die alle zusammen als Vereinigung. Das war's. Dann habe ich den ersten Buchstaben verarbeitet, es bleibt ein Wort übrig, das wird wieder nach Delta Stern eingefüttert. Das machen diese großen Klammern. Und das gilt eben für alle Wörter aus Sigma Stern und für alle Zeichen aus Sigma. Wir üben das nochmal in der Übung, dass Sie das sehen. Man kann sich das einfach so, wenn Sie das schon zu Hause mal auf dem Weg üben wollen, die aktuellen Zustände kann man vielleicht immer so einen Finger drauf tun. Also wir haben meistens so Beispiele, wo Sie mit 10 Fingern auskommen. Ich bin gerade in S0, S1, S2, so 3 Finger drauf, dann lesen Sie ein Zeichen und merken, von S0 gehe ich da und so weiter. Komme ich auf 5 andere, legen Sie da die Finger drauf und dann ist so ein Zeichen verarbeitet. Und dann
leuchten sozusagen immer die aktiven Zustände. Sie halten es dann fest mit den Fingern, dass sie die jeweils berühren zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, das mal eben zu machen. Ne? Okay, wenn ich das definiert habe, dann kann ich auch sagen, welche Wörter akzeptiert werden. Na, alle die Wörter, ich hatte vorher gesagt, es muss einen Endzustand geben, eine Möglichkeit, so ein Heureka-Automaten, der sich meldet und sagt, gefunden. Ne? Also wenn ich mir das vorstelle mit vielen Automaten. So wird es auch definiert. Wir sagen einfach, es werden alle Wörter definiert, die, nachdem Delta Stern sie verarbeitet hat, ne, beginnt in den Startzuständen, zu einer Menge führen, die einen Endzustand enthält. Ne? Also es muss nur einer dabei sein. Da sind noch andere dabei, da ist er dann zwischendurch gestorben sozusagen, macht nichts, solange es einen Weg zum Erfolg gibt. Und das wird hier mathematisch mit der Schnittmenge gesagt. Also geschnitten mit den Endzuständen darf nicht die leere Menge rauskommen. Ne? Also mindestens ein Endzustand muss drin sein. Mehr bedeuten diese Symbole nicht, also immer keine Angst vor mathematischer Symbolik. Ein Beispiel zeige ich Ihnen noch und dann haben Sie es für heute auch geschafft. Ja. Doch eine Schreibweise kommt noch, die ist super einfach. Aber hier erstmal das Beispiel. Hier haben Sie den Automaten, das gleiche Beispiel wie eben, ne? Also vorletztes Bit 0. Ne? Da war der, also nennen wir einen NEA, ne? Also nicht deterministischen endlichen Automaten. Und da kann man sehen, wenn ich in diesem Zustand S0 bin und eine 0 lese, ne, dann komme ich dann nachher sozusagen gleichzeitig in S0 und S1. Ich habe eine ganze Menge. Ne. Ich kann auch, wenn mich das stört, ganz konstruktiv daraus einen echten DEA, also ohne Nichtdeterminismus bauen, indem ich jeder dieser entstehenden Menge so einen Zustand gebe. Ne. Damit man das leichter sehen kann, nenne ich die jetzt auch mal nicht S0, S1 und so weiter, sondern ich nenne sie so, dass man die Teilmenge direkt erkennt. Das heißt, wenn ich ein 0 lese, bin ich ja gleichzeitig in S0 und S1, ne, so in dieser Vorstellung. Also nenne ich das einfach einen Zustand 0,1. Ne? Und wenn ich da eine weitere 0 lese, dann muss ich vereinigen, dass ich in S0 eine 0 lese, wieder 0,1, und in 1 eine 0 lese, da kommt S2 raus, macht die Menge mit allen drei Zuständen, S0, S1, S2. Kann ich hier auch 0,1,2 nennen und Endzustand nehmen. Entsprechend ist auch 0,2 ein Endzustand, weil es einen enthält, ne? Warum das Ganze? Das ist eine konstruktive Konstruktion, wie ich aus einem NEA einen äquivalenten DEA mache. Äquivalent heißt, Sie erkennen dieselbe Sprache. Und das geht immer. Das heißt, ein NEA kann grundsätzlich nicht mehr als ein DEA. Er ist für uns Menschen eben nur kleiner aufzuschreiben. Das ist sozusagen eleganter, schöner. Das ist aber wirklich nur der Unterschied. Es gibt immer so einen Äquivalenten. Die Konstruktion werden wir in der Übung auch mal kurz durchgehen, ne, damit das da vielleicht nochmal sitzt. Ne, aber das schon mal zu verraten. Ne, also die sind praktisch, um irgendwas zu spezifizieren. Ne, und zum Rechnen, das geht eigentlich nicht. Ne, aber ich kann sie ja übersetzen in einen DEA und den kann ich ganz normal zum Rechnen verwenden, wenn ich das jetzt wirklich mal brauche. Ne. Gut, und dann wirklich jetzt versprochen die letzte Folie. Eine kleine Änderung, aber die ist schön simpel, die erlauben wir uns noch, weil ich habe ja gesagt, das ist wirklich ein Tool, was wir verwenden, um Dinge zu spezifizieren. Da vielleicht ein Beispiel, dass man auch das mal sieht. Ich brauche wieder so eine vereinfachte Schreibweise. Nehmen wir zum Beispiel sowas wie Zahlen mit Komma. Ne? Kann ja sein, das ist eine Eingabe im Webformular oder im Taschenrechner, wie auch immer. Da habe ich vielleicht sowas wie, genau, also erstmal S0. Ne? Und dann sage ich so, jetzt lese ich aber eine Ziffer, dann bleibe ich in S0, also sagen wir mal 0 bis 9. Wie bitte? Ist der zu dunkel? Ich probiere es mal. Ja, sorry, dann schaue ich mal. Ich versuche mal mit Schwarz. Ja, ist hinten immer schwierig. Wir sagen liebevoll, die Asis aus der letzten Reihe, aber Sie können ja auch nichts dafür. Der Weg ist einfach so weit an der Stelle. Wir sagen das wirklich liebevoll. Das gilt auch nicht für alle. Genau, also S0 Startzustand, ne? Und irgendwelche Ziffern sind erlaubt, 0 bis 9. Ne? Und jetzt kommt vielleicht ein Komma, ne? Das ist ja hier oft ein Punkt, so, wenn das zum Beispiel eine Programmiersprache ist oder so. Ne? Und das ist ein Zustand S1 als Beispiel, den habe ich jetzt nicht so hübsch gezeichnet. Der Pfeil soll immer den äußeren Rand treffen. S1 und da gibt es dann auch wieder Ziffern nach dem Komma. Ne? Das sind also 10 Pfeile, damit ich die nicht alle malen muss, schreibe ich einfach 0 bis 9. Das wäre jetzt erstmal so ein Beispiel, okay, dann kann ich sagen, das hier ist auch ein Endzustand, die Zahl muss nicht unbedingt ein Komma haben
Und das ist auch ein Endzustand. Sie kann ein Ziffer nach dem Komma haben. Sie kann sogar null Ziffer nach dem Komma haben. Das ist tatsächlich in den meisten Programmiersprachen auch erlaubt. Sie können sowas schreiben wie 1, dann ist das eine Fließkomma 1, wird dann sogar als Literal so erkannt. Und Sie können auch sowas schreiben wie Komma 5, dasselbe wie 0,5. Übrigens in Amerika völlig üblich auch zu sprechen. Die sagen Dot 5. Also in Deutschland ist das unüblich, Komma 5, aber da geht das. Und jetzt merken Sie auch diese Exaktheit, ne? Also wenn Sie jetzt lange diskutieren, ist jetzt Komma 5 erlaubt oder nicht, ne? Können Sie jetzt irgendwie ein Panel bilden, für Argumente sammeln, alles Quatsch. Gucken Sie einfach auf den Automaten, Komma 5 ist erlaubt, es ist sogar das einzelne Komma erlaubt. Ne? Und auch das leere Wort, das wird vielleicht schon schwieriger, ne? Aber je nach Kontext möchten Sie es vielleicht auch erlauben. So, worauf will ich aber hinaus? Jetzt kommt jemand und sagt, ah, ich hätte noch gerne das Vorzeichen. Okay, das kriegen wir noch hin, dann sagen wir, wir nennen das jetzt S0' und hier ist jetzt S0, das soll jetzt auch bitte kein Endzustand sein und dann sagen wir, mit Plus und Minus kann das Ganze beginnen. Das muss aber wirklich beginnen, das kann nicht zwischendurch dann nochmal Plus oder Minus kommen. Das kann ich machen. Und jetzt sagt jemand, ah, Moment, aber wir lassen das Vorzeichen ja manchmal auch weg. Also kein Vorzeichen ist wie Plus. Das stimmt, das ist tatsächlich in praktisch allen Programmiersprachen oder so der Fall. Plus ist optional in der Bedeutung, Minus kann ich weglassen, aber dann hat es natürlich eine andere Bedeutung. Ne? Jetzt kann ich das natürlich reparieren, ne? Und den jetzt irgendwie anders anordnen und sagen, ja okay, dann muss er vielleicht doch wieder da anfangen und ein einzelnes Plus machen oder so. Schöner wäre es aber, wenn ich sagen könnte, das ist optional, das Vorzeichen. Ne? Und das braucht man so oft, dass man diesen künstlichen Übergang eingeführt hat, den nennen wir Epsilon-Übergang. Ich schreibe also einfach Epsilon dran und jetzt habe ich diese Modifikation vorgenommen. Jetzt habe ich ein optionales Vorzeichen. Das wird jetzt hier noch definiert, wir nennen das ein NDA mit Epsilon-Übergang. Und das ist so ein bisschen erschreckend, weil das so die Mathematik so fast aufweicht, also nicht wirklich, aber es fühlt sich fast so an. Man sagt, na, ich starte in S0. Aber wenn ich möchte, kann ich auch direkt ein S0' weitermachen, also, weil es einfacher ist. Und dann schreibe ich so ein Epsilon dran. Also er kann spontan dahin gehen oder er kann es auch lassen. Er kann erst Plus oder Minus lesen. Deswegen ist auch wieder nicht deterministisch. Dieser Epsilon-Übergang macht das nicht deterministisch. Aber es ist sinnvoll. Bei dem Beispiel ist sofort sinnvoll. Ich muss also nicht alles neu mir ausdenken, sondern ich kann diese Modifikation mal eben mit einem Epsilon ausdrücken. Und weil das so praktisch ist, erlaubt man das. Das nennen wir also ein NDA mit Epsilon-Übergang. Hier wird dann nochmal kurz mathematisch gefasst. Wir sagen eben, es gibt auch hier eine akzeptierte Sprache und der Automat kann eben ein Zeichen lesen. Und wenn da so ein Epsilon-Pfeil ist, kann er dem zwischendurch mal spontan folgen. Also natürlich nur, wenn er ein S1 ist, kann er mal spontan nach S2 gehen. Oder er kann es auch lassen. Da ist dann wieder dieses richtig raten oder zwei Universen, wie Sie möchten. Ne? Also das ist, glaube ich, hier keine weitere Schwierigkeit. Die praktische Anwendung sieht man auch sofort. Ne? Insgesamt, glaube ich, haben einige so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, diesen Nichtdeterminismus schnell zu erfassen und auch ansonsten diese mathematisch rigorose Behandlung dieser Wörter, Sprachen und so weiter. Wissen wir aus Erfahrung, macht einigen Schwierigkeiten. Aber das werden wir in den nächsten zwei, drei Wochen, haben wir diese Themen aus der theoretischen Informatik nochmal ausgiebig üben. Jetzt gibt es gleich um 12 Uhr den Multiple Choice, also nicht nur, aber den automatischen Test. Manchmal gibt es auch Zahleneingaben, Freitexteingaben. Also nicht vergessen, um 12 Uhr bereit sein, auf Moodle klicken. Dann haben Sie maximal 15 Minuten Zeit, den zu bearbeiten. Einige werden nur 5 Minuten brauchen. Und wir sehen uns gleich in der Übung. Bis dahin.